Sportfreunde, schauen Sie das hier an. Ein Wahnsinn, liebe Sportfreunde. Grüß Gott. Im Sportsender Nummer 1. Vielen Dank sehr aufmerksam. Vielen Dank sehr aufmerksam. Heute Abend bei uns hier die große Einschanzentournee. Der neue deutsche Volkssport dank Svenny Hani, Gold Hani, Super Hani, Hannywald. Heute Abend bei uns die Einschanzentournee. Das ist Comedy. Es heißt ja im Original, das werden Sie vielleicht gelesen haben in den letzten Tagen, Vierschanzentournee. Das wäre nicht lustig, wenn wir das machen würden, weil Vierschanzentournee ist ja in echt, ja? Nein, wir machen es lustig mit Einschanzentournee. Aber Starbesetzung. Original die Stars der Vierschanzentournee bei uns in leicht veränderter Form. Und darüber bin ich besonders dankbar, die Stars des ZDF, des größten Sportsenders der Welt, der ab morgen Mitternacht nur noch Sport sendet, nämlich Norbert König und Jens Weißflog als Kommentatoren, die uns diesen neuen, fantastischen, für jedermann leicht zu praktizierenden Sport Skiflug ein bisschen näher bringen werden. Aber zu einem ernsten Thema zunächst. Unsere Soldaten, Sie wissen, wir begleiten diesen Friedensfeldzug hier publizistisch. Unsere Soldaten stecken momentan in Trabzon in der Türkei im Schnee fest. Haben Sie es mitbekommen? Das beruhigt mich, dass Sie das atemlos verfolgen, dieses Geschehen. Mit dabei, das wollen wir nicht verschweigen, das ist eine große Aktion der UNO, mit dabei auch 8 dänische Soldaten und 2 Österreicher. Das heißt, diese beiden Länder haben ihre kompletten Armeen geschickt. Eine britische Studie hat jetzt herausgefunden, interessiert Sie das, was diese britische Studie herausgefunden hat? Man sollte es nicht glauben, wer reich ist, ist glücklicher. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Glücklich sein ist so wichtig. Ja, glücklich sein durch Geld. Viele Menschen sind dafür bereit, 4 Wochen mit Dieter Bohlen zu verbringen. Oder für die Intellektuellen unter Ihnen schon, Woody Allen hat gesagt, reich ist besser als arm. Allein schon aus finanziellen Gründen. Sie werden ihn nicht wiedererkennen, meine Damen und Herren. Denn er ist blond wie nie zuvor. Frisch getönt. Helmut Zerlett und die Einschanzenband. War das zu sehen? War das zu sehen von Helmut, wie blond er jetzt ist? Ja, Hammer. Hast du die Mütze abgenommen, Helmut? Ja, kurz. Absolut. Absolut. Glänzend. Fantastisch. Helmut Zerlett. Blond. Blond again. Heute Abend laufen wir hier in Bestbesetzung auf, meine Damen und Herren. Wir haben 2 grandiose Gäste. Die Königin der deutschen Comedy. Comedy-Preisträgerin in diesem Jahr. Anke Engelke. Heute Abend. Ein Mann, bei dem ich stolz bin, dass ich ihn mal persönlich kennenlernen darf. Denn als ich noch in Nürtingen auf der Schule war, sind wir mit dem Bus nach Tübingen gefahren, um dort im Kulturkino den Film Aguirre, der Zorn Gottes, zu sehen mit dem großen Komödianten Klaus-Maria Kinski, der es weiter hätte bringen können, wenn er nicht so schüchtern gewesen wäre. Und der Mann, der mit ihm, glaube ich, 5 Filme gemacht hat, heute Abend bei uns zu Gast, um seinen neuen Film Invincible vorzustellen, Werner Herzog. Kurz, das hatten wir Ihnen gestern angekündigt, die Wettervorhersage für Kabul an diesem Wochenende. Höchsttemperatur 6 bis 7 Grad und die Tiefsttemperaturen, da bin ich stolz drauf, dass ich Tiefsttemperaturen sage, so ganz locker mit seinem leichten Ritardando wie Jens Rieber. Die Tiefsttemperatur in der Nacht 3 Grad in Kabul. Am Vormittag ist es bewölkt und am Nachmittag auch. Das war das Wetter. Ich wünsche Ihnen noch eine geruhsame, das ist ein Ulrich Wickert-Wort. Ich wünsche Ihnen noch eine geruhsame Nacht.
Ich wünsche Ihnen noch eine. Immer mit so einer kleinen Geschichte vorneweg. Ein Mann in London, man glaubt es kaum, hat sich eine Katze gekauft. Sie ging auf die Straße, ein LKW kam und riss ihm den Kopf ab. Ich wünsche Ihnen eine grusame Nacht. Und Anke Engelke wird die Wahrheit über Robbie Williams heute hier erzählen, hat sie mir versprochen. Sie hat Robbie Williams zweimal getroffen, aber nicht wie jeder in Konzerten, sondern einmal bei Wetten, dass Backstage und auf der Aftershow-Party hier bei seinem Konzert. Und sie weiß Dinge von Robbie Williams, die niemand sonst weiß. Und sie wird sie nachher hier erzählen. Ich habe heute einen hellen Anzug, auf dem Speichel nicht so zu sehen ist, angezogen. Gestern, Sie erinnern sich, die super süße Seelöwenweibchen Chippy hat mich vollgespuckt. Und das war eine große Leistung unseres Regisseurs Kurt Maria Pongratz. Er hat das in Zeitlupe festgehalten. Schauen Sie, wurde von einem super süßen Seelöwenweibchen vollgespuckt gestern. Wieso? Was muss ich denn mit Carsten Speck alles machen? Tja, einfach aktiv wie ein Schauspieler. Könnte eigentlich der neue Trend werden als Naturheilmittel. Ja. Seelöwenspucke. Oder? Hallo, Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich doch erst an Heiligabend. Herr Antrag trinkt seit Beginn dieses Jahres jeden Tag ein anderes Bier. Welches Bier trinkt Herr Antrag heute? Sahnwald, Hefeweizen. Ich wusste gar nicht, dass es aus deiner Gegend kommt. Ja, heute Stuttgart. Wahnsinn. Früher hektoliterweise Sahnwald getrunken. Hektoliterweise. Oder auch Hefeweizen, die andere oder? Große Stuttgarter Marke, Dinkelacker. Ah ja, klar, ja, die kennen wir ja. Die hat man ja auch mal, der VfB Stuttgart hat mal Werbung für richtig, gemacht, und es gibt vor allem diesen tollen Werbespruch. Dinkelacker unerreicht, zwei gesoffen, vier geseicht. So volkstümlich. Aber, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen ja schon eingangs gesagt, wir sind ja eine Comedy-Show hier. Das sollten Sie nie vergessen. Ja? Deswegen machen wir die Einschanzentournee und nicht die Vierschanzentournee. Aber, und das ist eigentlich der erste Megabrüller, wie wir in Fachkreisen sagen, des heutigen Abends. Warum trinkt Herr Antrag heute Sahnwald-Bier? Warum? Der Spruch ist dermaßen gut, Sie sollten zu Hause mal genau hinhören. Also, warum trinkt Herr Antrag heute Sahnwald-Weizenbier? Ja, wie hört es sich denn an, wenn man besoffen ist und Sven Hannawald ausspricht? Sahnwald. Welcher Film ist das hier? Das war gestern Abend. Das war Gesemmelings? Nein, das war hinterher das Porträt so, Dr. Wedel and Mr. Hyde, ein Porträt von Sandra Maischberger, die Dr. Wedel 4 Jahre lang begleitet hat während der Dreharbeiten der Planungsphase zu den Semmelings, die sich immer wieder massiv erholt haben. 5,4 Millionen Zuschauer, da wurde auch mal wieder zu schnell gesagt, ist nix. 5,4 Millionen Zuschauer, vor allem die jungen Zuschauer, schauen es sich an. Und in diesem Porträt, man glaubt es kaum, über 4 Jahre auf Jamaika, auf überall, war seine Freundin Dominik immer mit dabei. Und in einer Szene sitzt Dr. Wedel vor dem Monitor, kontrolliert, was die Schauspieler da machen. Und Dominik sitzt auf einem kleinen Schemelchen nebenan und er hält ihr so den Finger hin und sagt, das hat mich dermaßen geil gemacht. Während des Drehs, weil sie sagt immer so, ja, mach doch mal schneller und da muss einer sitzen, warum sitzt da keiner? Diese Semmelings, das wird viel noch leid tun, die vorschnell gesagt haben, das ist nichts. Das ist ein großer Erfolg für das ZDF zu Jahresbeginn. Sonst würden die Amerikaner nicht andauernd Szenen nachdrehen. Schauen Sie, wir haben schon wieder was gefunden. Hör nicht auf, das klingt toll. Was für ein Stück ist das? Tonleitern. Ja, du spielst das mit Begeisterung. Das Stück? Was ist das? Tonleiter. Ah, klingt echt gut. Ja, haben wir noch einen Ausschnitt? Ja. Wir haben noch einen Ausschnitt, der noch schamloser von den Amerikanern kopiert wurde.
Glückwunsch zum Geburtstag, Laura. Laura, herzlichen Glückwunsch. Danke, Sir. Ich soll dir ein paar Blumen schicken. Haben Sie schon, Sir. Arbis, Glückwunsch zum Geburtstag, Edgar. Oh, danke, Herr Bürgermeister. Wir sollten ein paar Blumen schicken. Hast du schon heute Morgen? Hallo, Herr Schmidt. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein. Die kriege ich erst Heiligabend. Und dann war ein Casting zu sehen. Du hast nicht gesehen, diesen Bericht über ein Casting. Dieter Wedel hat mit einer jungen Schauspielerin geprobt und die Schauspielerin hat ein Und eingefügt, wo es im Text nicht steht. Und er hat zu ihr gesagt, warum halten Sie den Film auf mit einem Und, das nie geschrieben wurde? Das sollten wir uns auch mal merken. Hast du schon getrunken? Ja. Halte die Show nicht auf mit einem Ja, das nicht nötig gewesen wäre. Halten Sie den Film nicht auf mit einem Und. Das finde ich großartig. Hallo, haben Sie schon ein Weihnachtsgeschenk? Nein, das ist Heiligabend. So, jetzt aber zurück zum Thema. Es ist soweit, liebe Freunde, und das muss ich auch mal sagen, das Skispringen in dieser erfolgreichen Form. Jeder zweite Fernsehzuschauer hat sich das Skispringen angeschaut, hat Hans Ma erfunden, ja. Der Informationsdirektor, der eigentliche Macher ja. Von RTL. Er hat die Formel 1 erfunden, er hat Champions League erfunden. Boxen. Er hat das Boxen erfunden ja. Und jetzt hat er Skispringen erfunden. Ja. Er hat Sven Hannawald befohlen, weiter zu springen als andere, um RTL noch weiter nach vorne zu bringen. Hans Ma, der Informationsdirektor von RTL, im Grunde auch Bundeskanzler in Österreich potenziell, Chef der Kronenzeitung, Intendant des ORF. Und das ist neu und wir sind stolz, das als erstes sagen zu dürfen, ab 1. März Moderator des Musikantenstadions, meine Damen und Herren. Hans Ma, Informationsdirektor. Habe ich schon das Wetter in Kabul vorgelesen? Ja. Ja. Wie heißt eigentlich der Sender? Kabul Fernsehen? Die haben keinen Sender mehr. Das weiß man gar nicht. Dies Al Jazeera, das ist ja nicht in Kabul. Nee, das ist ja in Kuwait, oder? Ja, in Kuwait. Nee, die haben keinen Sender. Haben die einen Sender? Weiß ich nicht. Nee. War nie da. Ja. Unsere Kandidaten im Hans Ma Gedächtnisspringen, meine Damen und Herren, er hat das Skispringen weltweit zum größten Erfolg im Fernsehen gemacht. Erster Kandidat, der bei uns antreten wird in Rekordweise, ist eine Weihnachtsgans. Großer Favorit, muss man sagen, ist mit den Temperaturen vertraut. Ja, absolut. Ja. Läuft auch nicht Gefahr, zu früh Arme aufzumachen. Ja. Weihnachtsgans. Ebenfalls sehr weit vorne, für viele ein Überraschungsfavorit, ein süßer kleiner Stoffaffe. In den Originalklamotten von Uwe Hübner. Von der ich habe übrigens heute habe ich im Internet gelesen, Viva ist doch neu gestartet mit Viva. Viva Plus. Viva Plus, ja, ja. Die Zuschauer beschweren sich. Weißt du, was die Zuschauer auf der Homepage schreiben? Nein. Ja? Viva Plus ist ja langweiler als wie heißt es, TM3, wie heißt es jetzt? 9 Live. Ja, 9 Live. Die Zuschauer schreiben, Viva Plus ist langweiliger als 9 Live. Glückwunsch, denn das ist nicht einfach. Das ist, glaube ich, Teil des Konzepts. Wenn Gans und Affe Rekordweitungen vorgelegt haben, dann kommt mein Geheimfavorit, meine Damen und Herren, zum ersten Mal in Skistiefeln 2 Kakteen. Ich weiß, dass viele von Ihnen sagen, das neue Jahr hat so schön angefangen, aber dieser Schmidt, jetzt fällt er wieder in den alten Trott zurück. Es wird ja immer blöder. Was soll denn dieser Quatsch? Ein Kaktus in Skistiefeln. Sie haben recht. Deswegen als vierter Kandidat ein Eimer Mayonnaise. Und grünender Abschluss, ein Kürbis. Es ist soweit, meine Damen und Herren, wir fangen an, wir machen das ganz offiziell, wie es beim Springen ist. Hier ist die rote Fahne, die muss ich nehmen. Die hat auch Hans Ma erfunden. Nee, die gab es vorher auch schon. Die gab es schon vorher, aber er hat sie größer machen lassen und roter. Die große. So. Ist die Fahne zu sehen? Ich frage mal unseren Regisseur Kurt Maria Pongratz. Kurti, ist die Fahne für dich okay? Die ist super, danke. Halte ich sie so gut oder ein bisschen höher? Bisschen höher, wenn's geht. Servus, danke dir, Kurti. Wir haben Kurti heute hier für diese Schanzentournee, denn man braucht
jemand, der ein Gespür dafür hat. Ja, natürlich. Vom Dialekt her, von der Schneetiefe und der vor allem weiß, wie die Hosen ins Bild gesetzt werden. Herr Antrag trinkt, nicht ich. Ja, klar. Anwalt. Weil der Witz ist ja, verstehen Sie, wenn Sie was getrunken haben und sagen, Sven Hannawald, dann sage ich, Sven Hannawald. Hallo, Herr Schmidt. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein, die kriege ich doch erst Heiligabend. Schanze frei für den ersten Kandidaten, die Weihnachtsgans. Schauen Sie das an. Nochmal jetzt. Eine absolute super Einstellung. Perfekte Haltung. 1A Windverhältnisse und eine Top-Landung. Und schauen Sie, mediengerecht gelandet diese Gans direkt an der Bandenwerbung. Ja? Depressionen springen Sie nicht. Das ist die Nummer zum Anrufen. Ich mache hier die Markierung für die Gans, obwohl das kann ich fast außerhalb hinstellen, weil es ist ja klar. Da ist sie noch nicht gelandet. Bitte? Da ist sie noch nicht gelandet, du musst sie schon da weiter reinstellen. Zählt nicht das hier? Nein. Also. Es zählt das hier, wo der Skistiefel liegt, ja? Ja. Das ist trotzdem sehr weit. Das wird schwer zu schlagen sein. Als nächstes kommt der Affe. Ich bin seit 35 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Schau dich das an. Mit idealen Windverhältnissen. Und das muss ein Fehler im Serviceteam gewesen sein, dass sich der Ski gelöst hat. Ja. Oder? Das war irgendein Wastel, Mausel oder Seppel, der das nicht perfekt genug gemacht hat. Das rächt sich natürlich jetzt, dass ich mich nicht genug auskenne. Aber ich habe es Ihnen eingangs schon gesagt, wir sind sehr stolz, heute Abend die beiden größten Sportexperten des ZDF bei uns zu Gast zu haben, die jetzt draußen an der großen Elfschanzentournee stehen. Wir schalten raus, meine Damen und Herren, zu Norbert König und Jens Weißflog. Guten Abend. Guten Abend. Oh. Einen schönen guten Abend. Herr Schmidt. Grüße Sie aus dem Publikum. Hallo. Neben mir, da steht eine Legende. Er gilt als Mr. Skisprung schlechthin, obwohl er aus einem unglaublich kotigen Nest in Thüringen stammt. Neben mir steht Jens Weißflog. Hallo. Grüße auch, ich muss ehrlich sagen. Bisschen lauter, also hier oben kommt überhaupt nichts an. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch sehr, Herr König, heute hier zu sein. Und ich, eine Frage, kennen Sie sich mit dem Euro aus? Da blickt ja keiner durch. Schauen Sie mal, kann man das unterscheiden noch? Natürlich, du Drecksaussie. Ja, aber was anderes. Jens Weißflog, das war jetzt eben ein Sprung, der wirklich Geschichte schreiben wird. Haben Sie die Gans gesehen, wie sie ganz weich und sanft vom Schanzentisch loskam und dann ging es wirklich ab? Ich muss ehrlich sagen, für mich war das ein Quantensprung in eine neue Skisprung-Dimension. Ehrlich gesagt, die Gans ist so gut vom Tisch gekommen, das war großartig. Jens Weißflog, Sie gelten als Tausendsasser, Sie sind Skisprung-Legende, aber auch Hotelmanager in einem unglaublich kotigen Nest da unten in Thüringen, Hotelmanager. Das ist richtig, wir waren in meinem Haus auch im September noch ausgelastet, wir haben sehr schöne Zimmer, wir haben super Service, wir haben ein Problem, es kommt keiner. Und wir hatten uns da viel mehr versprochen, gerade von den Westdeutschen, das muss ich auch mal sagen an dieser Stelle. Es wird viel geredet von, wir sind wieder Brüder und wir vereinigt. Für uns in Ostdeutschland seid ihr alle Arschlöcher. Gut,
Jetzt weißt du, ganz wichtig ist im Sommer vor allem ja die Vorbereitung auf den Winter. Das heißt also, da gibt es Trainingsübungen, die man schon im Sommer vollführen kann, zum Beispiel den sogenannten Imitationssprung. Oh, da würde ich aber vorwarnen, Herr König, wirklich, das ist nichts für Laien. Der Imitationssprung, und den möchte ich ganz gerne jetzt mal mit Ihnen machen. Herr König, das ist wirklich nichts für Laien. Stell dich nicht so an, du willst es doch auch. Das können wir. Also, ich stelle mich jetzt so hin, in die Position. Ja, gut. Achtung, und los. Aber, und los geht's. Norbert König ins Weißflug. Das waren dann doch Informationen, die man als Laie nicht so auf der... Nächster Kandidat, der startet, die beiden Kakteen. Das ist knapp. Das ist knapp. Das würde ich sagen, ist gleich hoch mit dem Affen. Ach komm. Ja, was das denn war dann? Doch der Schwächste bisher, der ist ja irgendwie überhaupt nicht gesprungen. Der ist überhaupt nicht gesprungen. Wo ist der aufgeschlagen? Ja, jetzt guck mal bei der Zeitlupe. Guck mal. Guck mal, es ist weit vorm Affen. Stimmt. Gut, dass wir die Zeitlupe haben. Ja, absolut. Da kannst du sehen, wie schwierig es ist für diese Schiedsrichter. Denen tut man oft Unrecht. Eigentlich ein Bild für RTL 2, wie der so reinkommt, oder? Ja. Ja. Noch eine andere Position, ja, das hier. Aber ich kann das ja nicht hier reinstellen, weil das behindert ja vielleicht andere Kandidaten beim Aufkommen. Ja, du kannst ja da vorne hinstellen. Ich kann es hier vorstellen, wir können uns das denken, dass es hier drin ist. Als nächstes kommt der Eimer mit Mayonnaise. Das war bisher der absolut beste Sprung. Das war ja Kunstskispringen. Ja, ja. Gestreckter Überschlag. Zeig es nochmal bitte. Jetzt pass auf. Blitzsauberer Flug. Sehr spät geöffnet. Und jetzt guck mal. Gelandet und dann. Und so Geschirr parallel zur Bande gestoppt. Nochmal. Ja, unglaublich. Haben wir noch eine Zeitlupe oder war das die letzte? Das war es, glaube ich. Das war die letzte. Das war bisher mein Lieblingssprung. Ja. Zack, gestreckter Salto und dann die an die Bande. So, und jetzt, das war hier ungefähr, wo der aufkam. Und jetzt als letztes ist der Kürbis und ab. Das war gar nichts. Nee. Oder? Das war überhaupt nichts. Das heißt, klarer Sieger bei uns die Gans. Ja, super. Können wir nächstes Jahr machen, könnte eine schöne Tradition werden. Herzlich willkommen, Anke Engelke. Danke. Bitte. Hast du es gesehen hinten? Mhm. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist doch großartig, oder? Ja. Was war das, der Eimer oder der Kaktus? Hat sich im Stand überschlagen. Großartig, nee, der Eimer zum Schluss nochmal. Ja, es hat sich unglaublich, guck, schauen wie die Skier, zack, senkrecht ganz, zur Bande. Ganz, wer genau wird sich jetzt alles beschweren? Niemand, da beschwert sich keiner, nein, es trifft ja, das sind der Stofftiere. Nein, auch nicht, die Mayonnaise wurde ja nicht rumgesaut und so, ja. Also ist noch voll einsatzfähig. Der Kaktus war auch schon tot, da sind wir raus. Ja, der Kaktus hat nie gelebt. Ja. Nee, da sind wir mittlerweile ziemlich geübt. Ja, ja. Ah, okay. Hast du Angst, dass sich bei deiner Serie jemand beschwert? Mhm. Wer denn? Kann passieren. Frauen und Männer. Wirklich? Eigentlich alle. Ja, was mit Homosexuellen? Nein. Ich bin ja selber gar nicht homosexuell. Also da kann gar nichts passieren. Aber ich bin definitiv eine Frau. Und ich bin vor allen Dingen auch so eine Frau, die gerne sich über sich selber und über andere lustig macht. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Ne? Ja.
Ja. Aber man hört wirklich nur Gutes. Weißt du, wie das ist? Man hört immer so einen Raunen, so toll, und du musst das sehen. Und so dieses eine Sketch mit dem Wein und so, den wir gleich sehen. Danke, den sehen wir nicht. Den sehen wir gleich nicht. Und so. Wie ist da nochmal die Pointe? Nein, das kommt ja dann. Wollen wir nicht vorwegnehmen. Ja. Wie war das mit Robbie Williams? Wir zeigen gleich einen Ausschnitt. Robbie. Wir zeigen gleich einen Ausschnitt aus, zwei Ausschnitte aus seiner Serie. Lady Gaga. Wie ist es mit Robbie Williams? Also, After Show Party. Also ich habe ihn inzwischen mehrfach getroffen. Wie oft? Vier oder fünf Mal. Immer mit mehreren Leuten dabei? Immer mit mehreren Leuten dabei. Und der Höhepunkt war eigentlich vor einiger Zeit, als eine neue CD vorgestellt wurde und ich die Pressekonferenz moderieren durfte. Ja. Das war sehr aufregend. Das war hier in Köln im Sportmuseum und ich war perfekt vorbereitet und hatte auch nochmal Englisch gelernt extra und die CD mehrfach gehört und so weiter. Und ich fand mich auch ganz toll und war sehr geehrt und so weiter und sah auch spitze aus. Und dann ging ich da. Das lief alles super, Leute. Und dann ging ich hin irgendwie. Und er begrüßte mich auch hinter der Bühne, sehr, sehr nett, da war ich auch schon, da war für mich der Abend schon gelaufen, war schon spitze. Ist er wirklich so toll? Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung, also jetzt nicht so geil wie du, aber schon auch gut. Und dann bin ich einfach rausgegangen und fand das total geil, da waren zwei Hocker auf der Bühne und die ganze Presse da versammelt. Und ich setze mich auf einen Hocker und da war der Hocker für Herrn Williams, ich mache eine Ansage, now the ladies, the gentlemen, the men of the dingens und fließend Englisch und perfekt, ich sah geil aus, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon gesagt. Und dann kommt er rein und nimmt seinen Hocker und tut ihn 2 Meter weit weg von mir und setzt sich mit dem Rücken zu mir. Da habe ich sofort Schluss gemacht und dann habe ich ihn, finde ich nicht in Ordnung. Und dann habe ich ihn irgendwie nochmal wieder getroffen bei dieser Party hier, bei der Aftershow-Party, bei der er ja die Hüllen fallen ließ. Ja, hat er das wirklich gemacht? Das war wirklich wahr. Meine Freundin und ich, wir waren die Ältesten da, weil der Idiot schon die ganze Zeit während des Konzerts gesagt hat, wo er denn absteigt und wo hinterher die Aftershow-Party ist. Wir hatten das vorher recherchiert und waren sehr stolz. Und dann steht er auf der Bühne im Müngersdorfer Stadion und sagt, by the way, the Aftershow-Party in the Hyatt and you can all come there. Und wir so, oh nein, damn. Naja, wir waren aber die Ersten. Und dann waren wir da bei der Aftershow-Party mit 68.000 anderen Groupies. Und wir so ganz eitel in der Ecke so getanzt. Pff, wir müssen doch nicht hier uns irgendwie dem Robbie an den Hals werfen. Wir waren aber die Einzigen, die all die Hits mitsingen konnten. Der ist zur selben Musik abgefahren wie wir. Das war so 60er-Jahre-Hits. Ach so, es wurde nicht seine Musik gespielt? Nee, da war so Jackson 5 und so. Und diese ganzen 14-jährigen Teenies, die super aussahen, die dachten, na, das ist ja Spitzenmucke. Da habe ich ja noch nie gehört. Wir jeden Text mitgesungen. Do you remember? Wir konnten alles mitsingen. Das ist Robbie auch, glaube ich, aufgefallen. Dann hat er sich ausgezogen, als wir uns umgedreht haben. War er komplett nackt? Also er hat was vor sein gehalten. Aber er war tatsächlich nackt. Er ist hinter so einen Busch gegangen, da hinter so eine Pflanze, hat sich ausgezogen, kam wieder auf die Tanzfläche. Da haben Lorraine und ich uns gerade so ein bisschen frisch gemacht hinter der Blume und gucken wieder. Und dann war er schon wieder weg und alle so, er war nackt. Und wir so, yeah! So, und dann kommt das nächste Treffen, ihr Lieben. Unterbrecht einfach, wenn es ein bisschen langweilig ist. So, und dann kommt das letzte Treffen euch bei Wetten, dass? Und ich irre, sag dem Gottschalk, dass ich auf Robbie Williams stehe. Bin aber auch nicht die Einzige, die es ihm gesagt hat, weil die Heike Makatsch, dieses geile Miststück, das auch gesagt hat. Und dann sitzen wir da auf der Bank und irgendwie, ich weiß auch nicht. Also mich findet er, glaube ich, richtig blöd. Ja, wieso? Hat er nicht auf euch reagiert? Der hat reagiert. Und zwar hat er uns beide, Gottschalk hat uns beide auf die Showbühne zu Robert Williams geholt. Ja. Und dann sagt Robert Williams auch allen Ernstes, I know, you live in London. Und ich so, nee. Und dann merke ich, oh, der meint die Makatsch. You live in London. Und ich so, ja, ach, ich habe überhaupt keine Bühne, ich mache lieber Familie. Naja, das war's dann. Aber du saßt ja nur wenige Zentimeter von Paul McCartney entfernt. Der mich auch ignoriert hat. Wirklich? Ja. Der hat auch nicht viel zu melden, weil seine Frau hat den wirklich ganz schön an Sack. Ja. Heather. Ja, die hat tatsächlich immer so die Hand da so hingelegt. Das habe ich gesehen. Aber das war, glaube ich, die Vertrautheit. Oder steht er unter der Fuchtel? Ich denke mal Zweiteres. Ja? Mhm. Aber er war geil angezogen mit diesem Pulli da, so einem Skipulli hatte er an. War das von seiner Tochter so eine... Ich glaube von Stella? Ja. Ich weiß es nicht. Ich fand es nur so ein bisschen würdelos, ihn da mit Yesterday is a bunda, all my troubles seem so... Fand ich so mittel. Du musst überlegen, wie lange der schon keine Platten mehr verkauft. Ja, das stimmt. Der braucht das Geld. Ja, vielleicht. Er hat auch irgendwann zu Heather gesagt, dann lief es da so ganz gut. Er so, this is brilliant promotion. Wirklich? Das, ja. Ja, ich hab's gehört. Man hat ja manchmal gedacht, ich sei eingeschlafen, habe ich mir sagen. Nein. Da kam Maximilian Schell, ging vorbei. Das war toll mit dem Schal. Der Wedel ging vorbei und ich schlief. Das mit dem Schal, das war toll. Die wir dem Tommy und den Schal geschenkt haben. Und alle fragen mich, ob der denn rieche.
Aber da war ich schon so im Off irgendwie. Da hatte ich mein Auto. Ich hatte schon die erste halbe Stunde habe ich Gas gegeben mit Tommy. Das war auch richtig klasse. Es hat auch Spaß gemacht. Dann war es gut. Dann sollte ich nichts mehr sagen, aber sitzen bleiben und meine Gitarre reichen. Die Klitschkos, ja. Hallo. Kennt man ja alle vorbei. Aber die Klitschkos sind ja Gentlemen. Die wissen wirklich? Ja, was ich gehört. Die stehen ja auf, die geben dir die Hand. Ja. Hallo. Ja, genau. Hallo, ich bin der. Und Sie haben auch immer. Vitali. Yeah, okay, go. Und Sie haben auch immer Pointenauflage und so, Gags vorbereitet und so. Spitzenzauber. Am Schluss ist, hallo Tommy, ich habe eine Überraschung bei der Wette. Ja. Richtig, ja. Ich kann nämlich zaubern. Du weißt nicht, was diese Hand kann. So, jetzt mal zwei Ausschnitte. Lady Kracher, Sketch Nummer 1. Los geht's. Merkst du? Aber du hast ja auch Publikum im Studio, oder? Ja. Ja. Dann kennst du ja die Reaktion. Ja. Sind die also immer so? Es kommt sehr gut an. Also wir haben am Anfang der Sendung immer... habe ich irgendwas aus der Nase laufen? Nee. Kommt sehr gut an. Wir haben ja auch ein Studiopublikum da in unserem kleinen süßen Balloni-Studio. Und den zeigen wir dann die halbe Stunde immer, weil so Lachtapes ja nicht so lustig sind. Das ist ja schön, wenn die Menschen wirklich klatschen und lachen. Und es kam immer, da wurde gelacht, auch an Stellen, an denen gar kein Witz war. Ja, aber ist doch besser als anders. Ja. Wie heißt der zweite Sketch? Den wolltest du jetzt, der war dein Wunsch, der zweite Sketch. Du wolltest gerne entweder den Hund oder die Degustation. Nein, ja. Den mit dem Wein, La Degustation. Ja. Ich fand es ja aber gewählt, den anderen. Wie heißt der? Halteverbot. 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 Der zweite Sketch heißt Halteverbot, ist aber aus derselben Sendung, also Reihe, kommt nicht in derselben Folge. Ja, auch aus Lady Ritas Welt. Lady Kracher. Was gibt Beschwerden? Gewalttätige Polizisten gegen Frauen. Da muss ganz schnell das irgendwas. Nee. Nee. Abwarten, ob die Beschwerden kommen und dann so ein Sketch machen, wo Polizisten gut wegkommen. Ach so, ja, nein, in allen anderen Sketchen. Ich habe sonst nur Polizisten-Sketche und die Polizisten sind immer die Helden. Ja. Ja. Nein, das war doch ein super Polizist, die sind ja nicht in echt. Ach, ich gehe schon. Meine Liebe, alles Gute, toi, 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 bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Anke Engelke. Und gleich Werner Herzog. Ich habe das eingangs ja gesagt, wir sind, als ich noch auf dem Gymnasium war, mit dem Bus nach Tübingen gefahren, um damals Aguirre zu sehen. Ja, also das heißt, so lange verfolge ich das schon, was sie machen. Und das war ja, man hat sich ja wirklich immer gefragt, wie hält ein Mann das aus mit Klaus Kinski? Jetzt war vor 2 Jahren nochmal dieser Film, Mein liebster Feind, wo das dann ja doch ein bisschen detailliert beschrieben wurde. Vermissen Sie manchmal Klaus Kinski? Ja, also ehrlich gesagt, diesen Saukerl vermisse ich. Nicht immer, aber manchmal. Also er hatte ja etwas an sich, was keiner sonst hatte. Eine Präsenz und Intensität auf der Leinwand, die einzigartig war. Und insofern war das auch eher ertragbar für mich. Also schwierig war, er war ja nicht nur er das Problem, sondern das gesamte Team und die anderen Schauspieler, die Partner sagten, wie kannst du uns diese Pestilenz schon wieder antun. Ich habe ja 5 Filme mit ihm gedreht und das war nicht leicht. Und er hatte auch täglich seine Anfälle, manchmal mehrmals. Also ja. Zum Beispiel, was mir auffiel gleich beim ersten Film, Aguirre mussten wir zu einer Gesundheitsuntersuchung wegen der Versicherung und da kommen dann diese Standardfragen, ob man offene TB hat oder ob man Drogenprobleme hat. Und dann kam, das langweilte ihn schon und wir saßen da so an einem Glastischchen und der Arzt fragte dann, um die Liste abzuhaken, haben Sie Anfälle jeglicher Art jemals? Und ich sehe noch, wie eine Explosion auf einmal neben mir, der Glastisch war zerschmettert und flog durch die Gegend. Kinski hatte ihn zertrümmert, sprang auf, schneeweiß im Gesicht und schrie, ja, täglich. Aber er konnte, der hatte ja so eine schrille Stimme dann, der konnte auch ein Weinglas zersingen oder zerschreien. Der hatte ein solches unglaubliches Organ. Aber da dachte ich mir schon, na ja, gut, mit dem werde ich auch fertig. Ja. Und das haben Sie sich nach jedem Film gesagt, das war der letzte, den ich mit ihm gemacht habe? Ein-, zweimal dachte ich mir, ja, jetzt genügt's, aber dann kamen eben doch wieder Projekte, wo ich dachte, da muss ich doch mit ihm wieder arbeiten. Das war zu gut einfach, was er brachte.
Ich habe mich gefragt, jemand, der so lange so erfolgreich im Geschäft ist wie Sie, der große internationale Preise gewonnen hat, gab es nie mal ein Angebot aus Amerika, aus Hollywood, dass Sie da was machen? Ja, es gab schon Angebote, aber die Projekte waren doch zu dümmlich. Und ich mache dann lieber das, was ich am besten kann. Geschichten erzählen, das kann ich ja. Und das ist ein bisschen auch in Hollywood verloren gegangen, nachdem er ja sehr stark auf das System der Stars dahin schielt. Und es sind zu viele Special Effects. Auch die Kinder wissen das schon, wie das gemacht wird. Und ich gehöre eigentlich zu einer anderen Art von Kino. In Hollywood übrigens wissen das auch alle, die Schauspieler beklagen sich, die Produzenten, die Regisseure. Es sind zu viel Special Effects und Geschichten erzählen ist etwas zu kurz gekommen. Jetzt, Ihr neuer Film erzählt ja eine eindeutige Geschichte, und zwar eine Geschichte, die sogar auf einer wahren Begebenheit beruht. Ja, wir zeigen gleich einen kurzen Ausschnitt, vielleicht zum Verständnis. Es handelt sich um einen, kann man sagen, Varieté-Künstler? Ja, einen Schmiedegesellen aus Ostpolen, der jüdisch war und in der Varieté-Szene der 20er Jahre, Anfang 30er Jahre in Berlin Furore machte. Aber natürlich zum Entsetzen und im Widerstand gegen die Nazis, für die ja ein blonder Siegfried der stärkste Mann eigentlich sein musste. Das konnten die nicht fassen. Und wir sehen eine Szene, wo er auftritt, und dann aber gibt es, die Nazis jubeln, sind begeistert, und dann gibt es eine überraschende Wendung in dieser Szene. Ja? Invincible, ein kurzer Ausschnitt. Ja. Meine Damen und Herren, mein Name ist nicht Siegfried. Für meine Familie daheim in Polen heiße ich Zische. Ich will sagen, ich bin kein Arier. Ich bin kein germanischer Held. Der Eisenkönig ist von nun an tot. Dafür gibt es den neuen Samson. Samson der Starke. Ein Jude. Und darauf bin ich stolz. Das war wirklich so, im Original. Hat er das überlebt? Die Geschichte ist natürlich zum Teil neu erfunden, das ist klar. Das ist ja auch das Schöne am Kino, dass wir nicht nach Aktenlage wie die historischen Buchhalter vorgehen müssen. Was dem wirklichen Breitbart passiert ist, er sah sich ja als neuer Samson, kehrte dann zu Fuß nach Ostpolen zurück und predigte, ja, man müsste starke Leute heranziehen, um das Volk zu schützen. Aber die waren alle nicht interessiert. Man glaubte, die Nazis hätten keine richtige Chance, hatten ja auch in den Wahlen wieder 10% Stimmen verloren. Und alle Leute wollten sehen, wie stark der Mann eigentlich war. Die wollten gute Show von ihm sehen. Und er hat dann mit großen Nägeln bewiesen, wie stark er ist. Er hat die mit bloßer Faust durch eine große Bretterplanke durchgetrieben. Und ein Nagel kam durch die Bretterplanke durch, ritzte sein Knie, und daran ist er letztlich gestorben. Er hat die Infektion, die sich ergab, ignoriert, wanderte weiter, und dann plötzlich in einer Notoperation musste man das Bein amputieren. Und innerhalb von 11 Operationen, nach 3 Wochen, starb er dann, und zwar 2 Tage, bevor Hitler die Macht ergriff. Das ist etwa die Geschichte des Films. Ja. Ist das ein Schauspieler oder ist das ein Bodybuilder? Nein, es ist weder ein Schauspieler noch ein Bodybuilder, aber man muss vorsichtig sein mit Schauspieler oder Nicht-Schauspieler. Sissi, der damals gedreht war, war ja auch mit einer Nicht-Schauspielerin, einer Laien besetzt. Und der damalige Regisseur Marischka hat ja auch selbst das Drehbuch geschrieben. Also Vorsicht damit. Es gibt nur gute Leute auf der Leinwand, die also eine Ausstrahlung auf ein Publikum haben, wo etwas sich hinüber verpflanzt und wo etwas herüberkommt. Und der gehört zu denen. Das war witzigerweise der stärkste Mann der Welt zu dieser Zeit, als wir drehten. Der kann auch 1000 Pfund vom Boden hochlupfen. Im Film hebt er mal 900 Pfund. Ich wollte das machen wegen einer Glaubwürdigkeit für das Publikum. Wenn man sich vorstellen würde, dass man einen Hollywood-Schauspieler hätte,
der also irgendwie ein paar antrainierte Muskeln hat, dann wäre für das Publikum sofort eine Glaubwürdigkeitslücke da. Das heißt, deswegen mache ich sowas, dass ich einen wirklich unfassbar starken Mann hole, aber der hatte ja auch etwas Besonderes. Das ist ein ganz lieber Junge, ein Finne, der damals die Weltmeisterschaft gewann gegen einen Mann, der 2,2 Meter groß war und 450 Pfund wog. Also ein Riesenkoloss. Und der Finne gewann tatsächlich. Und er hat so was sehr Liebes und Zuverlässiges. Frauen schätzen ihn sehr. Also wer immer ihn gesehen hat, die Frauen sagen, endlich mal wieder ein richtiger Mann, so wie er sein sollte. Also, der Film heißt Invincible. Vielen Dank für Ihren Besuch. Habe mich sehr gefreut. Ja. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Ja. Alles Gute. Werner Herzog, meine Damen und Herren. Dankeschön. Gute Nacht. Tschüss.